Direkt noch einen hinterher. Nehme ich lieber mit. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Kein Platz mehr. Der Dämmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Wird mir unterwegs sichtbar, hätte das gedacht. Und Lea. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Reine Zeitverschwendung. Du entkommst mir nicht mehr! Oh. Ah! Für den Sonnenkönig!
Womit hast du dir dein Grab geschaufelt? Das war der Letzte. Aber Vernunt ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Lass dir diese Waren. Sieh dir diese Waren an. Sieh dir mal diese Waren. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Hier gibt's nur die besten Waren. Sieh selbst. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir mal diese Waren an. Kurz reinschauen, das kostet doch nichts. Ich habe nur die besten Waren. Du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel kurz die Vorräte ausgeht. Kurz reinschauen, kostet doch nichts. Bessere Waren findest du nirgendwo. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Ich würde gerne etwas kaufen. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Mein Angebot Preisen. Wird dich überzeugen. Versprochen. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten bereuen, Preis. Wenn ihr mitten Kauf im Getümmel einfach die Vorräte das, was du brauchst. Sieh dir diese Waren an. Sieh dich doch mal um. Ich mach dir einen diese guten Waren Preis. Nicht entgehen. Sieh dir mal diese Waren. Sieh dir diese Waren an. Waren zu fairen Preisen. Sieh dir diese Waren an. Ich habe nur die besten Waren. Sieh dir mal diese Waren an. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Kurz reinschauen aber es ist anständige Arbeit. Das Bewachen bessere der Straße. Waren fertige Waren. Bessere Waren keine Waren findest du lebensnotwendige Dinge. Sieh dich doch mal um. Ich mach dir einen guten Preis. Du wirst das kurz reinschauen kostet doch nichts. Wenn die Vorräte ausgehen. Kauf einfach das, was du brauchst. Ich mache dir einen guten Preis. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte kauf einfach das, was du brauchst. Keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Mein Angebot wird dich überzeugen. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Ich habe nur die besten Waren. Hier gibt's nur die besten Waren. Sieh selbst. Sieh dir mal diese Waren an. Nicht entgehen. Ich habe nur die besten Waren. Waren
findest du nirgendwo. Ich habe nur die besten Waren. Kauf einfach das, was du brauchst. Kurz reinschauen, kostet doch nichts. Hochwertige Waren zu festen Preisen. Keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Du solltest deine Vorräte aufstocken. Du hättest den Sonnenkönig nicht. Mein Angebot wird dich überzeugen. Sieh dir diese Waren an. Bessere Waren. Mein Angebot wird. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Und wird dich überzeugen. Versprochen. Sieh dir mal diese Waren. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Gezimmel die Vorräte aufgehen. Oh nein! Lasst mich rein! Feuer und Spucke! Lasst mich rein! Lasst mich rein! Feuer und Spucke! Lasst mich rein! So viel zum Thema Sicherheit. Die Jägerloge an, weil in ihrem Haus keine Männer mehr übrig waren, die das hätten übernehmen können. Lasst mich rein! Feuer und Spucke! Lasst mich rein! Oh, Vernult. Der Deal ist geplatzt. Oh, du. Wie war's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Gliedmaßen reichen nicht. Willst du etwa hier? Vor allen Leuten? Niemand wird versuchen, mich aufzuhalten. Du hast die Männer in den Tod geführt, weißt du noch? Sie waren böse. Es war eine gute Tat. Deine. Es war deine Tat. Es wird auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich verlass mich drauf. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Besser wär's. Osaram entscheiden, was mit ihm passiert? Aber er hat versucht, unseren Sonnenkönig umzubringen.
Der Gegner hat mich im Visier.
man kann nie zu gut vorbereitet sein.
rotes Licht bedeutet Ärger.
sehr nützlich. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne! Wo sahst du sie zuletzt?
Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Der Sonnenkönig ist zu weit geworden. Die Osseram haben einen zu großen Einfluss. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht unschuldig. Er muss dafür bezahlen. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Bessere Waren findest du nirgendwo. Du wirst es bereuen, wenn im Getümmel die Vorräte ausgehen. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Du nirgendwo. Sieh dir diese Waren an. Eine Schande, dass eine Frau sonnenfarbig der Loge geworden ist. Aber zumindest hat sie damit die Männer Lass ihres Hauses diese Ware nicht entgehen. Eine Schande, dass eine Frau sonnenhabig Du wirst der es bereuen, wenn ist. Ihr mitten im Getümmel die Vorräte ausgeht. Sie damit die Männer ihres Hauses geehrt. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Talana Khan Padish. Sonnenhabig der Jägerloge. Sieh dir mal diese Waren an. Sie macht ihrem Haus alle Ehre. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Das wird kurz reinschauen. Kostet doch nichts. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Ihr könnt lassen, die Karte.
Das Fass wurde kürzlich bewegt. Na also, Spuren. Bessere Waren findest du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Der Mais sieht gut aus. So lange haben wir von Maschinen plattgetrampelt. Dieser verrückte Otterram wollte unseren Sonnenkönig töten. Aber die Maschinenreiterin hat ihn erledigt. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Oh, da, eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Ist das die letzte Frucht? Okay, weg da aus dem Weg. Ich will mal gucken. Diesmal sind es Fußspuren.
Er muss hochgeklettert sein. Bei der Sonne! Vergib mir! Vergib mir! Da ist unser Dieb. Und er steckt in Schwierigkeiten.
schlafen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen! Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde.